Schüler der Humboldt-Schule bilden auf dem Opernplatz einen Davidsstern. In ihren Händen Blumen mit den Namen der 1001 Juden, die am 15. Dezember 1941 aus Hannover ins Ghetto nach Riga deportiert wurden. Die Stadt erinnert mit einer Gedenkfeier an die Deportierten, von denen nur 69 überlebt haben. Die Bedeutung besteht aber, glaube ich, vor allen Dingen darin, dass es eben der Beginn des Versuchs der Ausmerzung der Juden in Hannover gewesen ist. Oder wie die Nazis das ausdrückten, Hannover sollte judenrein sein. Henny Simon hat die Zeit im Ghetto und verschiedenen Arbeitslagern überlebt und ist nach Amerika ausgewandert. Sie kommt regelmäßig nach Hannover, um zu berichten. Beeindruckend für die Schüler, die sich im Geschichtsunterricht mit ihrem Leben auseinandergesetzt haben. Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir hier teilnehmen, um uns ein Stück weiter damit zu identifizieren, nicht nur im Unterricht, sondern auch, um das so zu wahren. Wir müssen aktiv an der Erinnerungskultur teilhaben, genau, als Schule. Dass es halt nicht vergessen wird, was passiert ist sozusagen, dass wir das auch an die jüngeren Generationen dann weitergeben. Die Blumen mit den Namen der Deportierten erinnern jetzt am Mahnmal daran, dass so etwas Schreckliches wie vor 75 Jahren nicht noch einmal passieren darf.